Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Football Manager hier auf meinem Kanal. Und ja, wir starten heute mal auf dem Transfermarkt, weil ich will irgendwie gucken, ob wir nicht doch nochmal irgendwo was kaufen können. Aber ja, ich weiß es noch nicht. Das Problem ist, ich sehe jetzt schon das Problem. Es ist uns alles einfach zu teuer. Also wie ihr seht, ne? Also wir müssten, wenn müssten wir hier zum Beispiel so ein Igalo holen, 34, weiß ich nicht. Ist halt sehr riskant, ne? Wenn du den holst mit 3,5 Sterne. Oder hier steht 4, hier steht 3,5, weiß ich nicht. Naja, ist halt schon riskant. Und das restliche Geld zum Beispiel für so ein Moses oder keine Ahnung für wen, haben wir halt einfach nicht. Das können wir halt nicht geben. Ja, hier könnten wir noch den hier holen, 34 Innenverteidiger, aber da kannst du auch dann schon auf die Jugend gehen. Also erstmal, ja, der Transfermarkt, der uns jetzt erstmal nicht so interessiert, würde ich jetzt erstmal sagen. Boah, gut, hier hättest du noch so einen Suchhund von Hamburg, aber auch der nur 2,5, da kannst du auch einen Ödraogo spielen lassen. Gut, hier gibt es jetzt noch einen Mittelfeldspieler, der relativ gut ist, aber auch schon viel zu teuer wieder für uns. Und der Rest, ja, in meinen Augen lohnt sich da nicht. Ne? Deswegen werde ich erstmal so, wie die Mannschaft aktuell ist, wahrscheinlich spielen lassen. Vielleicht ein, zwei Jugendspieler mal dazu tun, wenn sich welche verletzen oder was weiß ich, was passiert. Ne? Aber ja, da werde ich erstmal großartig nichts machen an Transfers. Geht soll in die dritte Liga, ja, das ist doch auch mal was. Ja, soll er machen? Nach Ulm. Krasniqi-Leihe nach Uerdingen, ja, komm, mach. Stürmer haben wir eigentlich genug. Ovian und Seguin noch in der 11. der Woche. Kreimel, Schuldi noch verletzt. Ja, wissen wir. Fogi darf jetzt bei den Profis spielen. Krasniqi geht auf Leihbasis nach Uerdingen. Also noch nicht fest, aber können wir jetzt akzeptieren. Und dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Keke top verletzt. Bitte nicht lange. Bitte nicht lange. Okay, 1 bis 3 Tage, also da sollte jetzt erstmal nichts so in Gefahr sein. Sandhausen, erste Runde im Pokal. Bin ich mal richtig gespannt. Also da bin ich mal richtig gespannt, was wir da machen. So, gucken wir mal. Keine Überraschung jetzt so auf dem. Oh, doch, Energie Cottbus haut Heidenheim raus. Was sonst? Boah, das war richtig krass. Nur 3-2, muss man irgendwie sagen, aber. Also keine richtige krasse Überraschung jetzt hier in diesen Spielen. Uerdingen holt krass. Niki, nee, steht jetzt nur wieder angefragt. Aber habe ich doch schon angenommen. 11 der Woche? Hä? Das hat, ach so, ich muss nur auf dieses scheiß Leihangebot hier von Dings auch noch reagieren, von den anderen, ne? Ja, komm, dann sind ja alles Leihen, ne? Sind ja keine Dings, ja, komm, dann können wir hier auf annehmen alle und dann gucken wir einfach mal, wo der hingeht. Zu welchem Verein. So, was passiert jetzt an diesem heutigen Sonntag? Irgendeine Überraschung da. Okay, Karlsruhe gegen Frankfurt raus. Ja, Münster würde ich jetzt nicht Überraschung nennen, dass die raus sind. Düsseldorf gewinnt. Boah, Firewall. Sorry, Leute. Aber nee, das ist, würde ich jetzt sagen. Okay, Top ist wieder fit. Fürs Pokalspiel hier. Wir werden mal ein bisschen was umstellen. Drexler mal von Anfang an, Ödraogo von der Bank und Terodde mal von Anfang an. Und ein Top soll dann später von der Bank kommen. Ja, gehen wir mal so erstmal rein in dieses Pokalspiel. Ich bin gespannt, was
hier so geht. Diekmeyer spielt noch, Knipping, Greil, Mühling. David Otto sagt mir jetzt noch was. Ja. Aber sonst sagen mir nicht so viele da noch was. Stolzen Greil, keine Ahnung, wer das ist. Ich weiß nur, dass wir das Spiel gewinnen sollten, weil ist zwar kein schlechter Gegner, aber muss man trotzdem eigentlich gewinnen. Gucken wir mal jetzt hier. Jetzt haben wir hier die erste Szene. Langer Ball. Tempelmann hat ihn. Drexler. Matriciani. Vielleicht mal links rüber, Jungs. Sehr schön. Tempelmann. Jetzt vielleicht. Ah, wenn da vielleicht Ovian gelaufen wäre auf dem Flügel. Vielleicht hätte man den langen Ball darauf spielen können, aber egal. Erstmal sicheres Aufbauspiel beim S04. Doch mit Drexler, ja, es geht alles so. Mittelfeld, eigene Hälfte. Ja, noch keinen Ball so richtig jetzt in die Spitze gefunden. Aber wie gesagt, sollen sie lieber sicher spielen als nach vorne spielen und dann kriegen sie den Konter rein. Jetzt mal schön gespielt. Tempelmann, bring das Ding rein. Karaman! Und Schalke führt 1-0. Kenan, Karaman. Ja, das war. Der Pass war richtig geil. Der hier. Auf Tempelmann von Ovean. Und Karaman muss eigentlich. Ja, man sagt so einfach nur noch reinschießen, aber. Hat dann praktisch fast das freie Tor vor sich. Torwart steht natürlich noch drin, aber kann sich die Ecke aussuchen. Und Diekmeyer verletzt sich. Diekmeyer verletzt sich, Tempelmann gelb. Ja, bis jetzt noch keine weiteren Highlights angefallen. Ja, beides ist aber recht ausgeglichen, also. Ja. Ja, wir sind aber zufrieden auf jeden Fall. 1-0 Führung, warum sollten wir da unzufrieden sein? Wo wäre Tempelmann? Immer über die beiden. Flanke kommt! Ah, steht keiner. Aber egal, zweiter Ball, Soppi. Wieder Karaman! Oh, den setzt er aber drüber. Den setzt er aber ein ganz schönes Stückchen drüber. Aber egal, nicht schlimm. Mund abputzen, weiter geht's. So sagt man das doch so schön. Also von daher, alles gut. Eckball, Seguin. Oh, kommt dann zweiter Ball, Terodde. Das ist die nächste Ecke, oder? Abstoß. Ah, da war der Torwart dann wahrscheinlich schon im. Als der Ball noch im Tor aus war dran. Ah, schade. Schade, schade. Ah ja, wir sollten mal langsam vielleicht ein bisschen wechseln mal. Ah, wie gesagt, Draogo kommt rein. Top kommt rein. Ja, Terodde hast du jetzt so auch nicht so gesehen, aber. Ja. Muss man ja auch nicht, ne? Wenn der jetzt das Tor mit dem Kopf gemacht hätte, dann hätten wieder alle gesagt, oh, Terodde, super und so. Deswegen, manchmal reicht ja eine Chance. Am Ende ist es ärgerlich, ne? Du hast 15 Buden und 15 Schüsse und schießt davon nur einen rein. Das ist am Ende schon ein bisschen wenig, ne? Und deshalb steht es ja hier auch nur 1-0. Weil wir die Chancen nicht nutzen. Wieder Ovean Flanke. Keke Top 2-0. Das meine ich. Da ist Keke Top. Erster Schuss. Vielleicht erster Schuss. Und bam, drin das Ding. Keke Top. Geile Flanke. Aber dann ist der auch frei, ne? Also der Verteidiger, der da bei dem steht, macht ja gar nichts. Der ist dann da so frei. Und das Spiel ist jetzt durch. Auch wenn Sandhausen hier noch den Ehrentreffer macht, aber. Das Ding ist, glaube ich, denke ich mal durch. Oh, schöner Ball, wenn der ankommt. Na, schön verteidigt. Konter jetzt sogar noch. Konterchance zum 3-0 Top. Da musst du abspielen. Schön. Seguin. Abplatz. Lauf doch, Junge. Schießt. Oh. Schade, Seguin. Alter Falter. Gibt aber nochmal eine Ecke geschlagen von Seguin. Lässt sich lange Zeit. Ja, stellt da nochmal ein bisschen was mit dem Arm.
Seguin, Ball kommt. Ach du Kacke. Ah, war aber geplant. Und Raugo. Na, der war doch wieder abgefälscht, ne? Nächste Ecke. Ja, Seguin wieder wahrscheinlich, oder? Seguin? Ja, macht er wieder. Macht er wieder. Jetzt bin ich mal gespannt. Ecke kommt. Kommt die diesmal besser? Da stehen auf jeden Fall diesmal wenigstens welche. Und der geht aber ins Aus. Einwurf, für wen gibt's denn? Keine Ahnung, sieht man jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, das Spiel ist aus. Der FC Schalke 04 gewinnt. Am Ende würde ich sagen, verdient mit 2-0, wenn man auf die Schüssel kommt. Auf die Schüssel guckt. Völlig verdient mit 2-0 gegen Sandhausen. Aber aus den Schüssen musst du eigentlich mehr machen. Sage ich ganz ehrlich, da muss man mehr machen. Was will er denn beantwortet kriegen? Jetzt gegen Braunschweig. Ja gut, wir haben erst zwei Spiele, so. Ja, da kannst du jetzt noch nichts sagen. Und Brunner fällt 2 bis 4 Wochen. 2 bis 3 bis 4 Wochen aus, so. Ja, weil ich werde den auch nicht zum Spezialisten schicken. Ist jetzt zwar in 2, 3 Wochen wieder fit, aber kostet nur Kohle, deswegen dann soll er lieber sich eine Woche, zwei mehr ausruhen und dann ist er auch so wieder fit. Ah, nee, das ist zweite Liga wieder. Janschke bereit. Aber was will ich mit dem Janschke, Digga? Der ist auch schon wieder so alt. Ich will nicht so alte. Oh, gegen Kaiserslautern. Auch ein machbarer Gegner. Definitiv ein machbarer Gegner. Das ist auf jeden Fall ein machbarer Gegner. Kaiserslautern. Um noch eine Runde weiterzukommen. Ah, jetzt sehe ich das nicht mehr, oder? Sehe ich das jetzt noch? Ich glaube nicht, ne? Ich wollte noch mal gucken, wann jetzt diese Partie ist. Thailand Bulut glänzt. Ei. Ah, in der Reserve. Erster Spieltag gegen Münster. Heketop kann spielen. Ja, er spielt jetzt auch wieder von Anfang an. Für Simon. Und Udraogo auch. Der hat das nicht unbedingt scheiße gemacht, als er reingekommen ist. Von daher verdient, wenn der spielen darf. Aber wir haben nicht direkt einen Rechtsverteidiger. Naja, aber egal, ist egal, weil wir können einen Verteidiger mitnehmen. CC jetzt einfach, weil der talentiert ist. Dann kannst du Matriciani rausziehen, theoretisch. Der kann das ja. Wenn Soppi sich jetzt verletzen sollte oder whatever was ist. Ne, das ist ja dann vollkommen in Ordnung. Ich wollte gerade gucken, genau das wollte ich gucken. Ne. Ich wollte gerade gucken, ob irgendeiner irgendwie durch die Fitness noch was Energie braucht. Nicht spielen kann, aber können alle spielen. Gegen Braunschweig. Oh, die mit einer Fünferkette spielen. Interessant. Eigentlich so muss man, müssen wir um den Aufstieg spielen. Ist ja, glaube ich, sogar unser Ziel, den direkten Aufstieg zu schaffen. Wobei ich sagen muss, ich finde das halt ein bisschen sehr hart. Ja, unsere Mannschaft ist nicht schlecht, aber wir hatten ja, hat man jetzt gesehen, wir konnten uns ja auch kaum verbessern irgendwie noch. Dazu, weil wir hatten nur 500.000 und ihr habt gesehen, wie scheiße teuer teilweise die Spieler sind und wenn sind die so arschalt und ich will halt eher auch so auf Jüngere gehen, die auch noch ein bisschen Talent vielleicht haben. Von mir aus, die können auch nur 3 Sterne haben und 5 Sterne Talent oder 4 Sterne, aber ja, das ist halt, ja, ich will halt jetzt nicht so alte Leute holen. Und deswegen werde ich erstmal mit der Mannschaft, die wir hier haben, antreten und vielleicht nochmal im Winter gucken oder im nächsten Sommer dann. Halt mehr Geld haben, wenn wir aufsteigen sollten. Und Top ist leicht verletzt. Ach, come on. Wobei ich sagen muss, Braunschweig hat zwar auch nicht so viele Expect X Goals, nenne ich das jetzt einfach mal. Ich glaube, Expected Gold heißt es. Ich nenne es jetzt X Goals, wie es hier abgekürzt ist, XG.
Hat auch nicht viel mehr XG als wir, aber deutlich mehr Schüsse. Also 4 Schüsse mehr, 1 aufs Tor mehr und dann nur 0,37. Bedeutet, die Schüsse waren wohl nicht auch wirklich gefährlich. Aber eigentlich muss da von uns auch mehr kommen. Latzer rein. Mörken rein. Drixler rein. Lass mal rein. Na, weiß man nicht. Mal gucken. Ah, wird das hier das 0-0-Spiel oder was? Hier kommt ja gar nichts. Also kam hier schon mal ein Highlight. Jetzt kommt da eins. Ich glaube doch, in der ersten Halbzeit kam auch eins. Ich glaube, das war auch für Braunschweig, oder? Oder? Gab es schon mal ein Highlight in dem Spiel? Weiß ich nicht. Jetzt kommt auf jeden Fall Braunschweig. Ui, der war nicht schlecht. Aber der war auch geil, was heißt geil gehalten? Der war ziemlich zentral, glaube ich. Aber trotzdem muss man erstmal halten von Marius Müller. Ball kommt hinein. Matriciani, Kontergelegenheit. Was? Ah, da steht noch einer. Okay. Ich wollte gerade sagen, warum schießt er den Ball noch? Ja, Drexler muss aber abbrechen, weil keiner da war. Und dann ist die Chance wieder verpufft. Dann ist die Chance wieder verpufft. Ist doch scheiße. Das ist doch wirklich, das ist doch blöd. Und das Spiel geht wirklich 0 zu 0 aus. Ja, 0 zu 0 zwischen Schalke und Braunschweig. Aber ich weiß nicht, ob man da jetzt enttäuscht sein sollte, aber. Wir haben den Anschluss nach oben jetzt nicht so krass verloren. Pauli natürlich schon so ein bisschen verloren den Anschluss, aber wir sind noch am zweiten, dritten sind wir noch dran, also von daher. Und Keketop ist wieder verletzt. Digga, ich lasse den gleich wieder erstmal nicht spielen. Der ist sicher nur am Verletzen, wenn ich den mal wieder ein bisschen. Hab Bruno noch 10 Tage Minimum. Digga! Kabadei setzt Terodde im Training außer Gefecht. Digga, was ist das denn? Dann machen wir das. 4 bis 5 Tage ist Terodde wieder fit. Junge. Verletzung nach unabsichtlichem Zusammenstoß steht da wahrscheinlich. Kannst du keinem erzählen. Sonst noch irgendwelche News? Ja, wir können ja mal in unsere Jugendakademie reingucken, in die Knappenschmiede. Was wir da noch haben, mal. Sind halt alles so zwei Sterne, ne? Alles so zwei Sterne Spieler, aber jetzt nichts, wo man sagt, oh, die könnte man mal spielen lassen in der ersten Mannschaft. Ja, nicht, dass die scheiße sind, das auf keinen Fall, aber ja, zwei Sterne-Spieler bringen mir halt jetzt erstmal nichts so richtig was. Ja, aber mal gucken. Vielleicht. Ich verstehe halt nie, wieso zocken die zweiten Mannschaften nicht. Also die zweite Mannschaft ist ja praktisch. Die zweite Mannschaft ist ja praktisch. Wie nennen ich das? Ist ja praktisch die U23. Ne? Meine ich. Oder? Mit Castell und Caparros und so. Das ist ja praktisch die U23 von Schalke. So. Aber die Reserve ist ja die U19, glaube ich, praktisch. Und die spielen eine Liga, aber die U23 nicht, oder was? Das verstehe ich halt irgendwie nicht. Ja, das verstehe ich halt nicht so richtig. Wieso das so ist. Aber ist ja auch egal. Sieben Tage Transfer, ja, aber das macht keinen Sinn. Aber was wir machen könnten,
ist. Oh, nächstes Jahr läuft kein Vertrag aus. Doch, ich wollte nämlich schon sagen, ein paar Verträge zu verlängern. Die passen alle nicht rein. Ne? Kabadei kann ich eigentlich erstmal runtersetzen. In Reserve oder so, was weiß ich. Weil der passt nicht rein. Der passt bei uns nicht rein, Kabadei. Flügel passen bei uns nicht rein. Können alle, eigentlich alle Flügelspieler können eigentlich alle verkauft werden. Fast alle. Okay, wir müssen jetzt mal gucken. Die Frage ist, will so ein Latzer überhaupt noch? Okay, würde sogar wollen. Das müsste das Gehalt ja ein bisschen senken, ne? Kriegt der Prämien. Ja, okay. Nehmen wir so an. Guck mal, Gehalt reduziert. Ovian kriegt 15,2 aktuell. Machen wir mal 16. Versuchen wir mal 16 bei dem. Okay, der hat jetzt keine Auflaufprämie, so krasse. Von mir aus kann der auch für 4 Mille abhauen, wenn die einer zahlt. Okay, der will schon deutlich mehr Gehalt jetzt. Dann macht 3,5. 3,5 ist auch okay. Will 3,3. Okay, machen wir so. 3,3 beim Wert von 1,4 ist, glaube ich, okay. Soppi können wir nicht verlängern, ne? Doch, können wir? Nein, würde ich gerade sagen, das ist ja eine Laie. Terodde könnten wir verlängern. Weiß ich nicht. Würde ich erstmal noch abwarten bei Terodde. Weil der kann von mir aus auch. Der kann von mir aus nämlich auch noch abgegeben werden. Ja, Idrizil würde ich auf jeden Fall auch mal. Das ist auch so ein Ding, eigentlich kann man den abgeben. Ja, bei dem warte ich auch noch mal. Wie gesagt, Kabadei kann man auf jeden Fall mal verlängern. Ach ja, ist ja auch nur ein Leihspieler. Ist ja auch nur ein Leihspieler. Bei dem Rest würde ich halt wirklich einfach noch mal abwarten. Bin ich ganz ehrlich. Also, Ovian Laps hat zwei geile Männers nochmal verlängert. Aber Soppi ausgeliehen, Terodde unsicher, Schulinov, keine Ahnung, wie gut der ist. IDVC. Kommt jetzt drauf an, ob der weggeht oder nicht. Wenn der nicht weggeht, würde ich den auch verlängern. Kaminski werde ich dann wahrscheinlich auch. Ja, okay, Kaminski sollten wir sogar tatsächlich verlängern. Ah, komm, nehmen wir an. 15.000. Das hat der guck mal, Vertrag sogar gleich geblieben. Ist doch gut. Ah, Brunner bin ich mir auch noch unsicher. Kalas spielt auch nie, aber der ist ja auch erst nächstes Jahr läuft der aus. Oh, nächstes Jahr laufen richtig viele aus, ne? Top kann spielen. Terodde könnte 75 Minuten spielen. Ach, aber Leute. Das seht ihr alles in der nächsten Folge. Bis dahin dann. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.